Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cast 2 mit der Oculus Rift in Virtual Reality. Und heute machen wir was ziemlich Geiles, wo sich ein paar Leute schon gefragt haben, wieso hat er das noch nicht gemacht? Wir fahren heute Rallycross mit der Oculus Rift. Danke, Spotty, wir haben noch ein bisschen mehr Zeit. Ich gehe auch direkt schon mal wieder rein und guck mich ein bisschen um, denn wir sind hier in Kanada unterwegs auf der Zampala Rallycross-Strecke und die hat einfach ein wunderbares Szenario. Guckt euch das mal an, diese Gebirgsketten, die einen hier umkreisen sozusagen. Also das sieht wirklich ziemlich, ziemlich geil aus. Viele schöne Bäume im Hintergrund und wirklich ein generell schönes Szenario, wenn nicht sogar das schönste Szenario, was man hier in Project Cast 2 sich so anschauen kann. Wir haben hier ein leicht bewölktes Wetter ausgewählt. Es ist 12 Uhr mittags und wir fahren gegen die KI und das Ganze, da sind sie schon unterwegs, in einem 15-Minuten-Rennen. Also abseits der normalen Rallycross-Regeln einfach mal ein 15-Minuten-Rennen ausgewählt, einfach nur, damit ich da nicht nur 6 Runden fahre, ne, sondern ich will euch ja ein bisschen auch zeigen, wie gut das Ganze klappt. Und dafür haben wir uns den böse, dreinblickenden Mini ausgewählt. Und der klingt zwar nicht ganz so geil, der fährt sich aber dafür echt, echt herrlich auf Schnee und auf dieser, ja, vereisten Rallycross-Strecke. Ich weiß gar nicht, ob die als Rallycross überhaupt im Spiel zählt oder doch müsste, glaube ich, weil hier kann man auch noch 5 Gegner draufpacken. Ich meine, das ist auch Rallycross, aber es gibt ja noch andere Rallycross-Strecken, so Dirtfish und Lohera oder wie die alle heißen, ne, mit Asphalt und Dreck. Gucken wir uns vielleicht auch nochmal an, aber heute ist erstmal ein bisschen Schnee angesagt in diesem schönen Gefährt. Ich würde sagen, wir gehen ins Cockpit und können wir uns hier nochmal ein bisschen... Boah. Ich habe mich gerade kurz erschrocken. Seht ihr das? Die Kopfstütze quasi, die den Helm immer so ein bisschen rechts und links stützen soll und in Dings halten soll. Habe ich mich kurz vor erschreckt, weil ich dachte, die ist da in echt. Ja, aber hier ist das Cockpit. Schön leergeräumt, natürlich ein paar Knöpfe hier. Handbremse, Schalthebel da. Und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich loslegen. Starten das Ganze neu hier. Ich lege mal die Tastatur zur Seite, so. Und ja, dann halte ich mal die Klappe und wir legen los gegen 5 Gegner, 15 Minuten Rallycross in Kanada. Boah, alles klar. Ja, das waren die ersten 2 Runden und ihr seht, der Streckenverlauf ist nicht allzu kompliziert. Langgezogene Rechtskurven, 2 Stück und dann zwischendrin ein Links-Rechts-Knick. Und was ihr hoffentlich auch schon seht, ist, dass der Mini das so unfassbar gut macht hier. So einen richtig schönen ausgeglichenen Allradantrieb. Schön neutrales Fahrverhalten. Den kannst du auf der Bremse ein bisschen, ein bisschen ins Übersteuern bringen. Oder eben auch neutral halten. Und wenn du Gas gibst, dann kommt er richtig schön ins Übersteuern und lässt sich da schön durch die Kurve. Lässt sich da schön durch die Kurve ziehen in einem. Ihr habt gerade schon gesehen, wie nah wir an der Wand hier entlang driften können. Das ist unglaublich. Oder auch hier der Linksknick einmal anbremsen, dann kommt er ein bisschen mit dem Heck, ein bisschen ziehen noch und dann schmeißt du den einmal wieder rechts rum und kannst sie wirklich einen halben Meter von der Wand weg die Kurve im Drift nehmen. Ich bleib nicht an der KI vorne dran. Die KI ist ein bisschen unkonstant, das habe ich schon in der Proberunde gemerkt. Die ist auf der Bremse, wenn es in die Kurve geht, ein bisschen langsam, dafür beim Rausbeschleunigen unfassbar schnell, hat da mega viel Grip. Ich hoffe, dass uns die KI gleich mal überholt, damit wir ein bisschen noch Kotflügel an Kotflügel Rallycross typisch hier fahren können, denn das macht nämlich auch eine Menge Laune. Ja, wenn ich immer so nach oben rechts gucke, dann gucke ich in den Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob der im Video auch sichtbar ist, weil da
das angezeigte Bild ein bisschen eingeschränkter ist. Aber ich kann euch sagen, das klappt so intuitiv, einfach oben rechts in den Spiegel zu gucken oder auch links in die Außenspiegel, links rechts. Das ist einfach so unfassbar geil und wirkt komplett natürlich. Oh. Und da hat uns ein Mercedes gleich schon, der klebt uns richtig am Sack gerade. Wir sind etwas weit rausgekommen, das heißt, der Mercedes sticht doch da vielleicht innen durch, jawohl. Da ist er doch schon. Doch, zu weit raus. Scheiße, und da hatten wir... Oh. Stopp, stopp, stopp. Ein anderer Mini. Der uns da die Hölle, die Bude ein bisschen heiß macht. Okay, hier. Oh, das macht aber so Laune, Leute. Gerade das auf dem Eis mit Spikes. Wo du halt einfach... richtig schön und sanft das Ganze absolvieren kannst hier und ja, mit langgezogenen Drifts die Schmuf ein- und ausfädeln. Schade. Die man dann auch eigentlich recht präzise, wenn man es denn kann, platzieren und setzen kann. Macht das hier einfach unfassbar Laune. Guck mal hier gerade das. Einen Meter von der Wand weg. Fast 90 Grad zur Kurve rumdriften. Ja, ich habe leider Probleme, bei der KI dran zu bleiben. Die steht auf 80. Und ich weiß nicht, also es liegt wahrscheinlich größtenteils auch an mir, dass ich noch nicht die perfekte Fahrweise hier gefunden habe, um schnell zu sein. Ich drifte ja eigentlich nur die ganze Zeit und habe Spaß dabei. Aber bestimmt gibt es da noch eine schnellere Art und Weise, hier durch die Kurven zu kommen. Aber zum anderen liegt es auch daran, dass die, hier sehen wir es, beim Rausbeschleunigen einfach so viel besser, so viel... performanter sind als ich. Das wirkt so, als hätten die beim Rausbeschleunigen die doppelte Anzahl an Spikes auf den Reifen. Und das bringt auch nichts, wenn ich da die KI-Schwierigkeit nochmal runtersetze auf 70 oder so. Dann sind die beim Reinbremsen in die Kurve und auch innerhalb der Kurve so langsam, dass ich da jeden überhole und dann beschleunigen die aber wieder raus und dann ist das Ganze wieder so wie vorher. Und das macht irgendwie keinen Sinn. Das macht doch keinen Spaß dann so. Also es ist leider nicht wirklich sehr ausgeglichen, wie die sich hier verhalten. Und das ist ja auch tendenziell so ein bisschen der... Also mein Kritikpunkt an der KI in Project Cars 2. Die Konstanz. Es ist nicht wirklich... Es wirkt nicht wirklich natürlich. Und es wirkt nicht wirklich so, dass du hier gegen echte Gegner fährst, sondern... wirklich gegen eine KI, die in verschiedenen Situationen sich anders verhält, als du es kannst, weil die eben mit einer anderen Fahrphysik unterwegs ist. Aber das Fahren an sich, das macht gerade so Laune. Und hier ein bisschen Druck vom Polo zu kriegen, ist natürlich auch schon ganz geil. Da ist er schon drin. Bisschen Kontakt, wir sind auch hier im Rallycross. Oh, scheiße. Oh, nein. Okay, das ist ein bisschen viel Kontakt, selbst für Rallycross. Ich habe den Schaden glücklicherweise ausgestellt. Wollte eigentlich solche harten Unfälle vermeiden, aber das kommt natürlich schon mal vor. Traditionsgemäß juckt die Nase auch wieder. Naja, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Vielleicht schaffen wir es ja doch, ein bisschen am Polo dran zu bleiben hier. Aber das sind zu heftige Drifts. Auch der Gegenpendler, der war nicht wirklich effektiv.
Dann haben wir den nächsten Kontakt. Da ist der Mini schon wieder. Okay, we've got some pressure coming from behind. Start thinking about defense. Oh, das kommt im Video nicht halb so geil rüber, aber dieses nah an der Mauer, an der Eiswand da vorne, sich rantasten und da randriften und versuchen, da guck mal, fast mit der Frontschürze, mit der Lippe, da ein bisschen Eis abzukratzen für den nächsten Cocktail, den man sich gleich machen will, wenn das Rennen hier vorbei ist. Das macht unfassbar viel Spaß. Ja, aber ich glaube, ich drifte einfach zu viel und verliere dadurch halt viel zu viel Zeit. Hab dadurch dann eine schlechte Linie beim Kurvenausgang. Ich versuche das mal ein bisschen zu reduzieren. Okay, das war auch scheiße. Aber immerhin gibt uns Spotty schon mal grünes Licht. Schnellster letzter Sektor, den wir bisher gefahren sind. Fünf Minuten noch. Oh, das geht ja hier ratzfatz. Das ist auch der Grund, warum ich eben keine 6-Runden-Rennen mit Joker Lab und so gemacht habe. Oh, gibt's hier mit Joker Lab? Mini-Duell. Ich glaube, hier gibt's gar keine Joker Lab, deswegen wird das gar keine Rallycross-Strecke sein hier. Na gut, nicht schlimm. Ich habe trotzdem meinen Spaß. Scheiße, da ist er schon wieder weg. Guckt euch das mal an, wie der da raus beschleunigt. Aber die sind hier auch wirklich nicht im Drift, die KI. Also vielleicht mache ich da einfach zu viel falsch, um da dran zu bleiben. Okay, mach ich zu, ich sehe nicht, toter Winkel. Da ist er doch. Ja, das ist so geil. Sorry, wenn ich da immer so hektisch rumgucke und das Bild dadurch so undurch wirkt, aber oh, das fühlt sich so gut an, wenn du die Brille auf hast. Das machst du einfach intuitiv. Ich wollte eigentlich gar nicht vorbeilassen. Ich wollte mal schön parallel durch die Kurven. Oh, Blue Flag. Okay, da kommen also noch mehr von hinten. Wir werden schon überrundet so langsam. Aber auch dieses Radkasten an Radkasten parallel nebeneinander durch so Kurven driften. Hat in der Proberunde ein bisschen besser geklappt, aber wie immer Vorführeffekt. Aber das geht. Und wenn das klappt, dann ist das so ein geiles Gefühl. Weil du wirklich denkst, scheiße, neben mir ist gerade ein Auto. Das ist so geil. Aber ein bisschen aus dem linken Fenster rausschauen, während man da quer dem Kurvenende entgegendriftet. Second sector, great driving.
schon fast das Gefühl, wir werden besser, aber die Kumpel hinter uns holen auf und der Kumpel vor uns, der haut ab. Also irgendwie wirklich schnell sind wir, glaube ich, nicht. Kann ja auch mal, bevor das hier vorbei ist, ein bisschen rumspielen. Wir sind ja jetzt eh komplett letzter. Nochmal ein 360 versuchen. Pass mal auf. Jetzt fangen wir vielleicht schon mal an. Handbremse ziehen. Dritter Gang vielleicht. Wagen aufholen lassen und... Jawohl. Sehr schön. Du hast ja Bock gemacht. Kann man machen, ne? Einfach mal für die Zuschauer hier. Hier, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Komm nochmal ein. Pace is slowing, pace is slowing. Let's pick it up, come on. Oh, schade. Okay, dann vielleicht keinen mehr. Dann würde ich vielleicht schon fast sagen, lassen wir das und gucken uns lieber den 360 nochmal in der Wiederholung an. Och, das war, der war gut. Und mal eben Rundenzeiten hier. Meine beste ist eine 29.1, ne, eine 26.6, alles klar. Aber die sind alle bis auf einer in dem 25er-Bereich, also... Da bin ich auf jeden Fall eine Sekunde zu langsam. Jawoll, da ist er doch. Schick, schick. So, jetzt mal von außen. Hoffentlich kriegen wir eine gute Außenkamera hin. Also, wie war denn das nochmal? TV-Kamera? Sind wir da schon? Ne, wo sind wir denn? Da sind wir. Moment, mit J kann ich doch, glaube ich, switchen. Ne, womit konnte ich denn switchen? Ich habe mir die doch extra belegt hier. Moment, Moment, Moment. Na, vielleicht geht das auf der Strecke auch gar nicht. Aber gut, dann gucken wir halt uns da den 360 an. Jawoll! Sehr gut gemacht. Ja gut, dann würde ich schon fast sagen, gehen wir hier in die Verfolgerkamera. Dann gucken wir uns nochmal den missglückten 360 an. Aber guck mal, wie schön schräg der immer steht. Wie schön man den driften kann. Da kommen die Gegner mit Eis bedeckt. Ach, guck doch mal! Ach, ist das herrlich. Ja gut, ich sag danke fürs Zusehen. Nee, das wird doch nichts, das sieht man doch. Zu nah an der Wand. Ich sag danke fürs Zusehen. Oh, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge Project Cast 2 und ja, ne, viel Spaß beim Zuschauen gehabt zu haben und schönes Wochenende wünsche ich euch. Haut rein, tschüssi.